Servus Leute, heute habe ich zwei Szenen für euch, beide mit der RD704 gegen größere Teams, einmal auf Shoreline im East Wing, sogar als Kommentar und da gilt es zu beachten, da ist noch der alte Sound, das war noch vor dem Soundpatch und dann eine auf Streets in der Polizeistation, da ging es auf jeden Fall richtig zur Sache und ja, ich will nicht zu viel spoilern, schaut es euch einfach an, war auf jeden Fall sehr unterhaltsam, ich bin übrigens dazu täglich live auf twitch.tv/outsider, würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut, Link unten in der Description oder im ersten Comment, lasst mal ein Follow da, und hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen, Daumen nach oben. Kommentar unter dem Video. Jetzt viel Spaß. So, schauen wir mal. Ich habe da rechts drin schon was gehört. Wir probieren's. Go. Ach, shit. Links ist auch was. Weiter so. Moment. Oh, hier ist auf jeden Fall einer. Endlich oder der Pate, Dankeschön für den Prime im 6. Willkommen zu einer Abo-Falle. Danke, dass du den Prime mir lässt. Okay, wir wurden schon gespottet. Zwei. Schon hier. Noch einer. Okay, das ist schon mal gut. Ersten Kill gesetzt. Der zweite hat auf den Skeff geschossen wahrscheinlich. Heißt, wir gehen jetzt über die Treppen. Oh, das sind zwei Teams. Betteln sich hier. Einer ist irgendwo im Sanitarraum und einer ist am Anfang. Also am Eingang. Okay. Jetzt ziehen nochmal Painkiller nach. Wir ziehen Painkiller nach. Versuchen den Jump auf ihn zu machen. Einer ist nach hinten weggelaufen. Kommt jetzt hier hinten wahrscheinlich gleich hoch. Skybridge kommt. Okay. Hier sind nochmal zwei. Mal schauen, ob wir die kriegen hier mit dem Rechtspeak. Nicht tot. Sind zwei. RIP. Er schießt nach unten, what the fuck. Was ist los mit denen? Noch einer? Selbe Stelle. Hockt im Raum. Was ist mit dem? Volle Verwirrung. Er prefired. Er heilt sich. Okay, jetzt können wir uns wieder um die anderen zwei kümmern. Muss erst einmal kurz ein bisschen Ammo stacken. Die anderen haben das natürlich jetzt die ganze Zeit mit angehört und denken sich, what the fuck? Haben sich aber kein Stück bewegt, ist klar. Wieso auch bewegen? Das Schöne ist, sie haben mich währenddessen nicht geflankt. Also, es sind immer noch zwei. Einer mit einer Shotgun, hört man.
Nein, das ist unter mir. Kommt hier vorgesteppt. Zwei unter mir. Wenn sie einen Nade werfen, nutze ich den Sound. Um runterzuspringen. Genau unter mir ist er. Der steht hier genau unter mir an der Ecke. Er geht rüber zur großen Treppe. Ich versuche, ihn von oben abzufangen. Er ist wieder zurück. Kleine Treppe. Hat eine gute Waffe. BP in dem Fall. War hart im Linkspeak. Wusste nicht, was er für eine Waffe hat. Jetzt weiß ich's. Okay, wir haben noch den Shotgun-Dude. Ich hab Binol an, ja. Wie kann ich die Sounds zuordnen? Indem ich weiß, wie die Map aussieht. Map-Knowledge kombiniert mit Soundrichtung. Ich weiß, wo Holz ist, ich weiß, wo Splitter sind und so weiter. B0 an, auf jeden Fall. So, Shotgun Dude. Der wird jetzt problematisch. Weil der denkt, ich weiß nicht, dass er da ist. Ich weiß aber, dass er da ist, aber ich weiß, dass er denkt, dass ich nicht da bin. Dass ich nicht weiß, wo er ist. Na, versteht er? Das ist jetzt kompliziert. Jetzt wird's psychologisch. Ich höre ihn. Entweder hier. Wir machen den Jump. Привет. Er ist draußen. Er ist ein Gamer, vielen Dank für den Follow, willkommen. Servus. Jetzt kommt er wieder rein. Machen den Jump. Passt. Wie am Schnürchen. Wie am Schnürchen. Das war der Shotgun-Dude. Sehr freundlich von ihm, dass er vorkam. Hey, Baba. Etienne, vielen Dank für den Follow, willkommen. Ja, Eisbettzüchter. Ja, die zwei Nasenbären waren eh die besten. Ja. Und Fake Step. Am Krankenwagen. Der war am Questen. Das macht er nicht mehr so. Bitcoin? Ja. Oh, come on. Hör auf rumzuspasten.
Ja. Ich sag mal, der Counter ist halt... Der ist beeinflusst ein bisschen. Also die wollen das, den Zeitrahmen bestimmen. Na, wir haben unser Event, aber der Zeitrahmen wird halt trotzdem ein bisschen gelenkt. Na? So schätze ich das ein. Bin ich jetzt nicht so wild, aber so, ja. Kann hier was drin spawnen, ne? Oh, ich dachte schon nochmal Bitcoin. Oh ja, da ist der zweite Bitcoin. Let's go. Ah, so lässt sich arbeiten. Cash in the Tash. Ja, Leute, Streamer-Loot. An eurer Stelle würde ich mich auch aufregen. Ihr habt absolut recht. Das ist das Schöne am Bitcoin. Ne? Einfach 600k... Fertig. Oder ist sogar mehr gerade. Bitcoin ist ganz gut am Steigen. Ja. Sind eher 700k. So ist es, Morpheus. Servus. Dass hier keiner kommt, wundert mich. Würde ein Skeff gewesen sein. Alle am Bandagen suchen, glaube ich auch, ja. Der liegt jede Runde woanders. Der kann bei den Spawns wieder liegen, Manni. Der liegt hundertprozentig in der Runde, aber du musst alle Spawns immer ablaufen. Machst doch kein Lightkeeper, okay. Wie ist denn der schon oben? Jetzt mal ernsthaft? Wie ist denn der schon oben? What? Wie ist denn der da reingekommen? Jetzt bin ich verwirrt. Jetzt bin ich verwirrt. Ich war doch der Erste hier drin. Wie kann da einer oben sein? Weiß das jemand? Haben die sich da hochgeboostet? Die sind irgendwie am Springen gewesen und so.
Ich glaube, da kann man sich hochboosten. So kommt mir das vor. Na, Freundchen? Ohne Scheiß, ey. War voll verwirrend, dass er mal da oben ist. Level 61 und du trägst eine verdammte... verdammte Korund. Hier aus meinen Augen, Mann, ey. Ohne Scheiß. Komische Nummer. Trägst auch Korund? Aus der Nummer komme ich jetzt nicht mehr raus. Aber du bist Level 61. Wieso trägst du Korund? Schund. Hier schaut keiner her. Ah, den sieht hier jemand. Wo kann ich hier saven? Ich muss unten saven, hilft nichts. Ja, Korund ist halt, ne? Ah. Gönnt euch mal was Gescheites. Wir müssen hier mal. Ich muss jetzt wissen, wie die da reingekommen sind, ob da die Tür auf ist. Ja, da ist die, ey, die haben sich da drauf geboostet, der hat die aufgesperrt, die Tür, und dann sind sie rein. Was ist das denn, Mann? Hey, Amy. Was hab ich dir im Vertrauen erzählt? Come on. Hey, Schnuckel, servus. Nee, Korund ist halt, ne, die hält halt ein, zwei Treffer aus, aber dann der dritte Treffer ist halt Matsch. Das ist so die Sache. Scarf, okay. Das, mein Freund, ist ein Rechtspeak. Dieser Rechtspeak ist dir überlegen. Heute lernen wir was.
Wenn du, weil du mir einmal in den Arm geschossen hast. Ich habe mein Flickzeug nicht dabei. Heißt es nicht, dass du so pushen musst. Naja. Hab den aber auch nicht gesehen gehabt, ne? Hier geht's gerade richtig zur Sache, ja. Definitiv. Die haben auch Bock da, ne? Ultra Force, ich bin das gewöhnt. Aber ich spiele es nicht so. Ich würde sagen, ich spiele mittlere Sense. Der Boris. Okay. Taschenlampenbug gibt es leider immer noch. Jupp. Aber ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt gerade da hatte.